So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia und wir sind mit dem Kampf gegen den Vierschwerter Fuzzi. Hi. Mit Herrn Titanium 70 am Apparat, oder natürlich. Neben mir und seht ihr da oben, was da steht? Könnt ihr sehen? Herr Titanium hat mich jetzt gezwungen, noch einen Part aufzunehmen, mitten im Kampf. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben gerade alles schön abgebaut und ich wollte jetzt noch die Gimme klauen. Beim ersten Versuch, also quasi im ersten Kampf beim dritten Stehlen. Block das auf! Trollolol! Geschult, Erfahrungsgemme Level 3! Ja. Jetzt müssen wir irgendwie den Kampf schaffen. Ja. Ich habe mich schon mal auf Lloyd umgeswitcht. Mhm. Und Colette haben wir auf Langstreckenmagie umgeswitcht und die macht jetzt nur Ancient Feathers und ich. Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst, B zu drücken. Bist du bereit? Ja, ich bin sowas von bereit. Colette, renn zurück. Du, wer dir gefallen? Nein, sie stirbt. Was tut sie? Warum rennt sie nicht zurück? Colette. Jawohl, schön, Leute, schön umgeschmissen hast du den. Okay, Colette! Colette, was ist? Colette! Warum? Das ist nicht Langstreck. Ach, die hat keinen Angel für das A. Ja. Lauf zurück, Olle. Okay, sie läuft ziemlich weit zurück. Hä? Ich lenke den erstmal ein bisschen ab, ja? Nein! Erstmal den besten drüber und dann. Ja, Angel Fans, weil das macht nämlich krass mega Schaden. Ach, du hast eine rote Leiste, wäre auch meine Idee. Ja, jetzt muss ich erstmal den da ein bisschen wegschießen. Ja, du hast ja fies, das trifft sich natürlich. So. Ja, jetzt zeige ich euch nämlich zum ersten Mal die rote Leiste. Ja. Und das geht jetzt. Auf geht's! Das ist nämlich die Z-Kombo und da macht nämlich jeder seinen Angriff. Außer Rain, die hat man da nichts. Und da kann eine verbundene Attacke rauskommen. Oh, ist das toll. Haben wir. Ja. Wie genau haben wir gescannt? Wir haben ihn gescannt. Ja. Wie genau das funktioniert, kann euch der Leiste nochmal zeigen. Stress! Ich brauch Mana und alles. Das ist Mischkill. Wir haben kein Mischkill mehr, das ist irgendwie weg. Das ist irgendwie weg. Okay. Warte mal, dann hau ich mal ein Ding jetzt rein. Brauch nicht zu viel, gell? Ja, ein geschenkter Geist, ja, das ist eine Idee. Hallo, kannst du mal auf mich? Gehst du mal auf mich, bitte? Ein Colette ist nämlich ganz wichtig und der Damage, Haupt-Damage-Dealer hier quasi. Ja. Immer achten, wie viel Angel Feather Schaden raushaut. Das ist echt krass. So, ich spring mal über den drüber, ne? Oder. Hat gut geklappt. So, jetzt weg mit dir. Hau ihn weg. Penner! Jawohl. Nein! Was? Dann nochmal. Sag dir nochmal. Alter, der geht nicht von die Caster weg. Der geht nicht weg. So. Ah, ich hab keine Mana. Scheiße! Oh Gott! Scheiße! Oh, wir haben hier Probleme. Gehst du weg? Alter! Aha, das ist beschissen, wenn der mit in den Caster drin steht, ne? Wir müssen den mal weglocken hier. Ich wollte den Kampf nicht verlieren, Herr Titan. Ja, ich auch nicht. Hau einfach bitte ab. Ja, ich kann ja bloß zurücklaufen. Achso, ich hab da keinen Lloyd. Leg mal bitte du denn bitte ab. Ich kann nicht zurücklaufen, ich hab doch nur. Achso. Ja, was machst du? Hör doch auf abzuwehren. Was? Du wirst die ganze Zeit auf. Achso, du setzt es einem gerade ein. Alter. Komm her. Ich will den Kampf nicht verlieren, Alter. Wenn ich jetzt den Kampf verliere, ich breche ins Essen. Heil mich. Heil mich. Gerade dabei. Oh. Von die Caster weg, Alter. Tja, das ist so beschissen, wenn er das macht. Soll ich zur Ruhe reinbringen? Kommst du her? Kommst du her? Mann! Komm her! Ich sollte es erstmal zusehen, dass. Mach. Ja, ich brauche Mana.
Rain! Alter! Nein! Rain! Der muss da weg! Der muss einfach da weg! Ja, der geht zurück, sobald wir zaubern. Komm, komm, komm! Friss mich! Friss mich! Friss mich! Friss mich! Ja! So, jetzt belebst du bitte. Okay. Zwar Colette! Damage! Jawohl. Und jetzt bitte jemand mich heilen. Ja, ich bin gerade dabei. Achso. Oh. Ist total egal, wenn jetzt jemand noch nicht lebt. Ich will jetzt den Kampf schaffen. Oh. So viel kann er doch nicht haben, oder? Eigentlich. Doch, hat er. Okay. 1000. Ah, Colette. Okay, El Colette ist wieder tot. Nicht beleben. Ja, ich wollte mir Mana geben, ja. Erstmal. Oh, Hilfe, Nervenkitzel. Geh weg. Geh weg. Geh mal weg. So, ich hol sie wieder, oder? Ja, Colette, bitte. Alles auf Colette. Raid brauchen wir momentan nicht. Komm. Nein! Alter, bleibst du da! Bleib da, verdammt! Das Fokus! High five! Oh! Hilfe! So viel hat er nicht mehr. Was? Wusste doch, so viel hat er nicht mehr. Ja, das waren immer noch 1000, Alter. Ich bin ja gerade 50 Tode gestorben. Aha! Oh, meine Arme Nerven. Nerven. Minus 10 Grad. Ich warte nächstes Mal. Oh. Ich hätte nie gedacht, das mal auf so einen Gegner zu treffen. Oh ja. Scheiß auf Synchronisieren. Der war vielleicht groß. Ich wette, der hat an einen riesigen Haus gelebt, bevor er in einen Gerippe wurde. Ja. Colette, der war nicht menschlich. Er hatte ein Horn. Vielleicht gehört ein Horn dazu, wenn man zur Elite der Unterwelt gehört. Unterwelt? Das ist doch bloß eine Legende. Oder etwa nicht? Nicht unbedingt. Immerhin unterscheiden die Dämonen und Geister von unserer Lebensform. Sich. Unterscheiden sich. Ja, da fehlt ein Sich. Da steht ein Sich. Es ist zwar nicht bewiesen, aber ich denke, es gibt eine Welt, in der Dinge leben, oh, die wir Dämonen und übernatürliche Wesen nennen. Ein Elitewesen der Unterwelt, aber wir haben ihn besiegt. Da ist jetzt alles in Ordnung, oder? Ja. Ich hoffe doch. Alter. Das Battle, ich will speichern. Lass mich speichern. Nicht in Gegner rennen und sterben, bitte. Ich will speichern. Lass mich speichern, verdammt. Oh, Alter, das war böse. Böse. Wir sind noch fast gestorben. Ja. Zwischendurch. Oh, speichern. Ganz dringend. Ray hat eiskalt die Erfahrung nicht bekommen. Ist mir scheißegal. Alter. Alter. Und heilen. Speichern und heilen. Und dann können wir mal anschauen, was wir haben. Oh. Hilfe! Ja, der Gegner, wenn den Caster drin steht, hat man echt ein Problem. Mangels freies Laufen. Richtig. Was es in dem Spiel leider noch nicht gibt. Ja, richtig. Hey, wo doch mal speichern. So, hey, wir leben. Und wir haben es geschafft. Alter. So, jetzt erstmal zu unserer Belohnung, was wir die ganze Zeit klauen wollten. Denn ja, wir haben nämlich eine Erfahrungsgame Level 3. Yay! Und die ist einfach so toll für den Gedis. Mhm. Weil da lernen wir nämlich erstmal Rhythmus. Und Rhythmus, da kann man immer schnell A drücken und dann braucht ein Zauberspruch weniger Zeit zum Casten. Richtig. Was sehr cool ist. Und dann, warum auch immer die schon dort ist, wir haben nämlich Zufall jetzt gerade gelernt. Und Zufall, ja, das macht, was der Zauber sagt. Der Name sagt. Die Zauberzeit für einen Zauber ist zufällig. Richtig. Sei es einfach mal eine Sekunde, zack, Zauber da. Nicht mal eine Sekunde, Kollege. Ja. So, jetzt muss ich erstmal klarkommen. Ich würde sagen, den Rest des Parts, wie viel Zeit haben wir da eigentlich noch? 5 Minuten. Ja. Zeigen wir mal so ein bisschen Attacken, was wir so in der Training-Session erlernt haben. Und ich fange mit Colette an. Zeigst du Grados? Ich muss ja eh nur Double Demon Fake zeigen, ja, eigentlich. Ja. Und das kann Leute auch, also. Richtig. Ja.
Und Gegner scannen können wir eigentlich auch hier ein bisschen und bla bla. Don't get too comfortable. So, also. Das ist nicht der Double Demon Fake. Ich kann nämlich hier die Ray Satellite. Das war kein Ray Satellite. Habe ich das auch eingestellt? Das habe ich nicht eingestellt. So gut. Ray Satellite! Hey! Yay! Schön ist das. Und dann kann ich noch den Rückwallwind. Ja, alles Level 2 Attacken. Das heißt, ich kann auch lustig kombinieren. Kann ich eigentlich mal zeigen. Nein. Ja. Kann ich dieselbe Attackenart wieder kombinieren. Aber hier habe ich zum Beispiel Ray Frost und Rückwallwind kombiniert. Okay. So, und jetzt zurück zu meinem Main in dem Spiel sozusagen. Richtig. Gib mir den Geld. Oh ja. So, dann sei hier erstmal Leute ein bisschen. So, mal schauen, ob ich gleich den Zufall mal hinbekomme. Wahrscheinlich schon. Ah! Das war knapp. Da. Ich weiß nicht, gibt's im Wald? Im Wald gibt's, glaube ich, noch einen neuen Gegner. Das weiß ich nie. Nee, den Dagel haben wir schon. So, was kann denn Lloyd eigentlich? Lloyd kann Double Demon Fang, muss ich glaube jetzt nicht nochmal zeigen. Und Beast. Und Beast ist nämlich. Weiß, habe ich jetzt schon oft genug gezeigt, ne? Beast. Bam! Ja! Einfach den Gegner weghauen. Ach ja, Golette könnten wir übrigens wieder auf Frontline machen. Ja. Da. Ah ne, Martin mit Sharpness fertig? Ich weiß jetzt gar nicht. Also man hat die doch gerade erst das Spell gelernt, oder? Doch, die war mit Sharpness fertig. Das Spell müssen wir nicht einsetzen. Oh. Es geht gar nicht einzusetzen. Oh. Das kann man nicht erst einsetzen, wenn man eine magische Verletzung hat. Ah, so, dann zeige ich mal mein neuestes, nämlich das Regengegner. Der Lagmite. Schön. Warte, ich wahnsinnig gut Schaden, ne? Richtig. Hab ich echt noch was Neues, was ich zeigen muss? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Okay. Gott, erstmal hier klarkommen nach dem Kampf, ey. Schlimm. So, hier sehen wir uns bei mir auf das Haar aufblinken wegen Rhythmus, das heißt, ich kann Adrien. Richtig. Das alles schneller. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, jetzt war jetzt 20 Mana für den Hintern. So, was haben wir denn noch zum Zeigen? Rain könnten wir eigentlich noch zeigen. Ja, komm, ich zeig mal schnell Rain. Sharpness und klar. So. Schade, das ist ein Barrier. Hey, auf geht's. Okay, und? Super? This is gonna be a piece of cake. Ja! Super! Da habt ihr es gesehen. Und Schade, das sieht so aus. Ja, das ist voll gut sehen. Da seht ihr vielleicht ein bisschen, wie leuchtet so ein bisschen. Und Barrier sieht so aus. Yay! Damit dürfen wir das richtig. Möchten Sie das vielleicht mit Zettel erklären, wie das genau funktioniert, oder soll ich das machen? Wie soll ich das groß erklären? Also ihr habt ja gesehen, als der Herr Lightspear vorhin auf den vier Schwertetypen abgefeuert hat, hat erstmal jeder seine eigene Attacke ausgeführt. Wie fühlt man denn überhaupt die Leiste da unten auf? Ja, die Leiste fühlt man natürlich durch Kombos aus. Das ist nicht natürlich. Das muss man auch erstmal erklären. Weil sie stärkt jetzt langsam, umso mehr man auf die Gegner eintrifft. Oder ich weiß nicht, auch eingedroschen bekommt. Nee, ich glaube nur eintrischt. Okay. Vor allem. Desto mehr füllt sich diese Leiste auf. Ja. Und naja, wenn sie voll ist, kann man sie einsetzen. Allerdings kann man den Einsatz auch ordentlich failen, weil das ist so ein ganz kurzer. Wie sagt man, ganz kurzer Schwerthieb, den man da ausführt. Wenn der daneben geht, failt man die ganze Attacke und der Cooldown oder also das Aufladen ist weg. Richtig. Und ja, hier kann man einstellen, welche Attacken man haben will. Das kann man aber auch eigentlich hier so einstellen, weil auf manuell, wenn man da die ersten vier macht, sind das genau dieselben, wie wenn man hier oben die ersten vier nimmt. Das ist ja, klar. Wie was kann man dann verschiedene Attacken machen. Und ich mache es meistens so, dass ich immer normal den Knopf drücke, weil A ist Lloyd, B ist Genesis in dem Fall, Y ist Rain und X ist Colette. Und ja, dann mache ich es immer so, dass ich mir die normalen Attacken mache. Deswegen, ne, sind auf B immer die Z-Attacken, weil das... Ja. Heißt nämlich Z, weil man das mit Z-Knopf ausführt. Richtig. Und habt ihr ja schon gesehen, da können dann Verbund-Attacken rauskommen, wenn man bestimmte Attacken miteinander kombiniert. Ja, genau. Leider ist das sehr limitiert und funktioniert nur mit ganz wenigen. Richtig. Bisschen schade.
Aber wie die dann rauskommt, ist wahnsinnig gut. Oh ja, jetzt haben wir sie sozusagen wieder voll. Das heißt, kann ich dann für den Ende des Parts nochmal den neuen Z-Kombo zeigen. Komm, stirb, du Schlange. Also, ich war sogar noch mehr. Bam! Ja, also ihr seht schon, der Lag meint, macht Schaden. Ne? Und so. Wie sonst was? Okay. Oh, Entschuldigung. Ja. Oder auch nicht. Du bist doch fast nie. Ja. Hier sitzt da so dieser irgendwo zwischen... Ne? Ihr wisst schon. Das ist kein schönes Gefühl. Ja, auf jeden Fall den Lightning Tiger Blade, was man aus Lightning und Tiger Blade macht. Deswegen heißt er auch Lightning Tiger Blade. Habt ihr ja schon gesehen. Und dann zeige ich euch mal noch schnell ein anderes Z. Ja. Und zwar mit Colette und Kratos. Nämlich Powhammer und... Nein. Powhammer und Lightning, da wird nämlich auch was Schönes draus. Das sind eigentlich momentan die besten Sets, die wir momentan zur Verfügung haben. Haben wir auch Sache. Wir haben auch noch Tiger Blade und Powhammer. Oder Sonic Thrust und Sonic Thrust. Muss ich natürlich alles zeigen, ne? Muss ich alles zeigen, muss ich aber erstmal die Z-Leiste wieder voll kriegen. Oder machst du das irgendwie später? Das mach ich irgendwann später. Den Bart nicht mehr. Und da kommt gleich was Schönes raus. Ja. Bäh! Das macht einfach immer 1000 Schaden. Ja, warum auch immer da Colette Lloyds ab? Obwohl es, Kratos eigentlich wieder ausführt. Es gibt keinen Sinn. Ist halt so. Alright! Was soll's? Könnte ich ja hier auch wieder ausführen, dann würde ich auch Lloyd schreiben. Ja, richtig. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, oder? Ist fast die Zeit? Ja, die Zeit passt. Dann würde ich sagen, das war's dann mal wieder für heute. Let's Play Tetris Symphony endlich mal erfolgreich. Ja, finde ich gut, dass wir es trotzdem nochmal zeigen konnten. Ja. Was man da bekommt und yes. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute. Tschüss.